Hallo und herzlich willkommen zur 223. Folge vom Landwirtschaftssimulator mit dem Martin. Moin moin. Lange sind wir nicht hier gewesen. Wobei, hier waren wir noch gar nicht. Und zwar sind wir auf dem neuen Mod 1. Naja, mittlerweile schon nicht mehr so neu, aber doch neu. Ja, wir spielen hier auf der Hermannseck. Und ich laufe hier gerade mal so ein bisschen durch die Gegend. Ja, es wurde sich halt LS wieder ganz, ganz viel gewünscht in den Kommentaren. Habe ich gesagt, okay, Far Cry wird jetzt erstmal pausiert. Kommt auf einen anderen Slot in der Woche, wo dann zwei Folgen die Woche kommen. Und LS kommt wieder wie gewohnt. Also, Martin, wieder ganz viel LS aufnehmen. Von mir aus. Let's go. Ja, so, jetzt muss ich mir Traktor schnappen. Da. Und zwar fahren wir auf Feld 7 einmal untergrubbern. Jo, ich fahre auf Feld 22 ganz unten in der Ecke und beschäftige mich mal mit der Düngestufe 2. Schön weit weg von der Kamera, ne? Ganz weit weg, wie keiner findet hier. Mal sehen, ob ich LS überhaupt noch kann. Das Witzige ist ja, ich habe es ja auch tatsächlich das letzte Mal in der letzten Folge gespielt. Ich bin zwischenzeitlich gar nicht mehr dazu gekommen, noch irgendwie mal wieder weiter zu spielen oder so. Oder auch Singleplayer oder nichts. Gar nichts. Okay. Schon Wahnsinn. So. GPS ist hier wahrscheinlich auch drauf, aber das nutze ich jetzt einfach mal nicht. Für einige Felder geht es, aber die Felder ja doch relativ klein sind, von 0,3 bis 3 Hektar ist das größte Feld. Oha. Und doch so groß. Ja. Na, da lohnt sich das schon fast wieder, ne? Wenn es da nicht so zu sehr verwinkelt ist und sowas, dann geht das schon. Jetzt habe ich den grober gegen den Baum gesetzt. Oh. Gleich eine Delle drinne. Einige wenige der wenigen Sachen, die hier noch Colli haben. Alles schon rausgenommen? Nee, das war von vornherein draußen. Hat mich auch gewundert. Ach so. Ja, hat Hogger bestimmt gemacht, weil er uns kennt. Er hat sich gedacht, da spielt bestimmt der Blackie mit auf dem Server. Ja, er wusste wahrscheinlich schon, dass hier oder der Modder vielleicht mit zu großen Maschinen ist das hier gar nichts. Also nee. Ich meine, der MB-Truck mit dem Grubber hier hinter, das ist schon eng, wenn du damit wendest hier. Ja, hat ja nur 4 Meter. Wenn du sonst das gewohnt bist mit oh Gott, warte nur 5 Meter. Wenn du sonst gewohnt bist mit dem 15 Meter Grubber oder so zu fahren, ja, der vielleicht beim nächsten Mal umwendet. Ja, das ist schon was anderes. Das ist mehr so eine Karte zum Entspannen, zum Relaxen. Ja. Es dauert nicht so lange, bis die Felder fertig sind. Man macht dann mal halt mal mehr Felder, als wenn man so eine andere Karte nimmt, wo Riesenfelder sind. Wo man schon nach einer halben Stunde keine Lust mehr hat, weil das Feld wird und wird nicht fertig. Ja. Ah, das Feld hier kann man gar nicht mit GPS machen, glaube ich. Weil das wurde anscheinend mal manuell verkleinert. Ja, wir haben nur Gras raufgebracht, wo die Maschinen, wo die Produktion stehen. Ja, und wenn ich da jetzt nämlich mit dem Grubber rüberfahre, dann ist das Gras weg. Ja. Deswegen sehe ich das gerade, dass da irgendwas. Du sollst ja auch nur den grünen Dünger wegrubbern, nicht das Gras. Ich weiß. Feld geht eigentlich bis zum Zaun ran, aber wir müssen ja irgendwo Platz haben für die Produktionsstätten. Ja. Denn jedes Mal alles kaufen, wurde uns auf die Dauer doch zu teuer. Wobei, da hatte ich eigentlich da unten bei Feld 22, über Feld 20,
Da sind auch noch die Wiesen. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass man vielleicht da so Produktion oder sowas hinmachen kann. So war es ursprünglich mal geplant, dass man da eine Wiese von nimmt. Ja, hätte ich auch oben die Wiese nehmen können, hinterm Shop oder sowas. Oder so, ja. Die hätte man auch nehmen können. Also so hatte ich es damals gedacht, als ich mir die ursprüngliche Karte mit Hogger angeguckt hatte. Aber wie man es nun macht, ist ja im Endeffekt egal. Richtig, genau so. Hauptsache, es passt alles rauf. So, bist du schon fertig mit Feld 22. Ich habe gerade mal vorgewendet und eine Bahn. Boah, gut. Aber die Bahnen gehen ja schnell. Wir sind hier noch was hier unten. 21, genau. Ja, machen wir 21 auch gleich mit, wenn wir schon nebenan sind. In Feld 5. Und das hat jetzt nur 1,2 Hektar. Ah ja, da bist du ja auch fast hier auf der Ecke. Ich bin ja hier unten. Feld 5 hast du auch gerade gesagt. Ja, Feld 5 wäre eigentlich das nächste, so, was dran wäre, laut Auftragssystem. Aber wenn das 22 direkt daneben liegt, ja, darf man auch mal und jetzt mal eine Fachfrage. Hat die Hitze auch hier auf dem Mod 1 so zugeschlagen? Ich habe ja versucht, eine Beregnungsanlage zu installieren. Es funktioniert leider nicht. Im Singleplayer funktioniert sie, aber leider nicht im Multiplayer. Ja, ich habe die auch ausprobiert. Ich habe die ja bald tagelang am Wickel gehabt und habe versucht und gemacht und getan, aber ich habe es irgendwie, hat die im Multiplayer, sie hat zwar was angezeigt, hat aber kein Wasser verbraucht. Kein Wasser verbraucht, ansonsten auf dem Singleplayer lief das einwandfrei, hat eine komplette Düngestufe hat es da mitgebracht und leider nicht. Guck mal, da habe ich eben nämlich Mist erzählt. Das war das Einzige, wo ich das mal getestet habe, wo du mir das erzählt hast mit dieser Beregnungsanlage. Habe ich mir die runtergeladen und ausprobiert. Singleplayer funktioniert es. Ja, man muss aber erstmal hinterkommen. Da musst du ja, also bei der, die ich jetzt hatte, musstest du ein extra Gerät quasi an den Träger ankuppeln, damit du die überhaupt ausziehen konntest. Ja, die musst du die Ackerschiene anhängen. Ja, genau, genau. So wie es in der Realität auch ist. Guck mal, das wusste ich ja nicht. Eingehakt und dann wird die ausgezogen. Und ich habe mir die Felder da kaputt gefahren. Ich denke, das muss doch irgendwie klappen hier. Ja. Wenn ich den nochmal gelesen habe. Von der Idee her ist es okay, wenn man aber in realer Zeit spielt, sage ich jetzt mal, und man zieht die 200 Meter aus, ist er in 15 Minuten fertig. Auf ja, der langsamsten Geschwindigkeit. Ist eigentlich absolut unrealistisch, sage ich jetzt mal. Normale Regenmaschine liegt ungefähr bei 20 Stunden. Aber die hat eine begrenzte Reichweite, kann das sein? 500 Meter. Ich hatte sie nämlich auf der Porter getestet. Und auf dem riesenlangen Feld da direkt neben dem Hof. Ja, 500 Meter ist Feierabend. Also ich weiß nicht, wie lang das jetzt war, aber auf jeden Fall hat sie angefangen zu spritzen, aber sie hat sich nicht mehr eingefahren. Ich glaube, das war zu lang. Nö, eigentlich hat damit eigentlich nichts mehr zu tun. Aber war ganz, auf jeden Fall ganz merkwürdig. Hatte sie hier, wie gesagt, auf Hermannseck ausprobiert, am Testserver. Und hatte sie 200 Meter ausgezogen und die war in 15 Minuten, war sie einmal durch, hat 60 Meter. Also im Durchmesser, was sie berechnet hat. Dann musste sie normalerweise wieder umsetzen und wieder ausziehen. Das ist, sag mal, 7 Meter pro Sekunde, glaube ich, hat sie. Das ist das Wenigste, was du einstellen kannst. Ja. Ach ja, im LS19, da kriegt das Striegeln ja wieder ein bisschen mehr Bedeutung, ne? Unkraut. Entweder man striegelt oder man benutzt Chemie quasi. Genau. Das habe ich schon gelesen. Wird ja wieder interessant für unser Auftragssystem. Einmal das, natürlich, wenn das zu sehr, können die ja eh nicht ins Detail gehen, weil doch zu viele kleine Kinder das spielen. Ja. Die wissen ja gar nicht, was muss ich jetzt da wie viel rauf machen und sowas. Ja, richtig. Man gab doch mal eine Mod dafür, ne? Ja, es gab mal eine Mod dafür. 15er damals aber noch, glaube ich. Ja, genau. Und den fand ich schon auch schon zu komplex.
Ja, So. mit wie viel Stickstoff und Nitrat und was da alles. Ja, genau. So. Dann musst du schon Landwirt sein, um das zu spielen. Richtig, aber das ist jetzt nichts für einfach mal so kurz zwischendurch ein bisschen LS zocken. Nee. Das mit dem Striegeln wird, glaube ich, wenn wir das über das Auftragssystem machen, wird nicht funktionieren. Meinst nicht? Weil es funktioniert nur in der ersten Wachstumsstufe. Und ich denke mal, das Problem wird werden, wenn es heißt dann, ja, dann striegeln und dann ist keiner da, der dann striegelt. Und dann schwupps bist du in der zweiten Stufe und schon kannst du nichts mehr machen. Das könnte das ein kleines Problemchen werden. Haben die schon gesagt, dass es in der ersten Stufe ist? Ja, das war hier auch schon. Striegeln bringt nur was in der ersten Wachstumsstufe. Sonst kannst du ja nicht mal reinfahren dann. Noch mit Pflegebereifung. Ja, das schon, aber dann hauen deine Striegel deine Ja. ganze, ne, hauen die alles kaputt. Wir schauen uns das mal an. Mal gucken, wie das wird. Ja. Bin dann mal gespannt auf dieses interne Auftragssystem von Giants, Wenn ich was da, die wenn ich da. das richtig verstanden habe, dann soll das eine Erweiterung von diesem Auftragssystem sein. Weil da habe ich jetzt nämlich auch gelesen, dass man, oder habe ich das, nee, in dem Video habe ich das gesehen, dass man auch untereinander, unter den Höfen diese Aufträge vergeben kann. Man kann ja verschiedene Höfe anlegen. So, jetzt hast du einen Hof und ich habe einen Hof. So, ich habe jetzt aber beispielsweise, ich habe keinen Rübenernter, habe aber ein Rübenfeld. Dann kann ich dich beauftragen, mein Rübenfeld zu ernten. Dann Ach bin so, ich quasi okay. der Auftraggeber von diesen Feldaufträgen. Ich bin der Lohnunternehmer, der die Arbeit machen darf. Richtig. Also so habe ich es jetzt verstanden. Ob es so sein wird, kann ich natürlich nicht bezeugen, aber Ja, klar. das ist das, wie ich das jetzt aufgenommen habe, alles. Ja. Aber wir lassen uns überraschen. Ja, auf jeden Ist Fall. auch noch ein bisschen Zeit. Bestellt habe ich schon. Ich glaube sogar in Martins Beisein. Muss los. Ich glaube, du warst noch da, ja. Ja, ich war noch da, haben wir uns so unterhalten. Du hast es kurz vorher gemacht, bevor ich bei dir war. Huch, jetzt meckern. Mann, Mann, Mann. Ich möchte einen Einweg machen, ich möchte neu starten. Oh. Nee, jetzt nicht. Nee. Jetzt haben wir keine Zeit für sowas. Aber er tappt mich erstmal raus, ne? So, jetzt war ich so großzügig und hab mir nochmal ein Feld geholt. Jetzt habe ich nicht genug Dünger im Tank. Ach du Oh. Rehe. Ist ja typisch, ne? So, ich bin auch gleich durch. Ich habe noch vielleicht 5 Bahnen hier. Ja, für die, die es noch nicht gesehen haben, wir haben auf unserer Userverwaltung für Member, User und so weiter und so fort, haben wir jetzt Game News. Und da kommen auch alle möglichen Updates zu LS mit rein. Wenn es euch interessiert, schaut rein, könnt ihr euch durchlesen. Wenn Videos dabei sind, gibt es Videos dazu. Schicke Bilder vielleicht mal, mal gucken. Auf jeden Fall eine Idee von Martin. Ja. Die er gestern einfach mal so in die WhatsApp-Gruppe geschmissen hat, ich mich rangesetzt habe, 1,5 Stunden später hatte ich es fertig programmiert. So muss das sein, nicht anders. Genau. Ideen müssen gleich umgesetzt werden. So, jetzt muss ich wegen einer Bahn noch extra wieder was holen. So ein Ärger haben wir auch. Diese Scheiße. Tja. Muss kleinere Düsen nehmen, dann kommt da nicht so viel raus. Ja, ich bin im Düngerstreuer unterwegs, das ist noch schlimmer. Achso, um. So. Ich glaube, 2 Bahnen werden es jetzt noch. Mensch, ich kann das noch abschätzen. Du. Ist ja Wahnsinn. Haben wir hier dann was Schönes zu ernten gleich vielleicht für die nächste Folge? Ich denke mal schon, ne? Ich glaube, 2 Ernteaufträge habe ich gesehen. Da ist bestimmt was bei, was man zusammen machen kann. Da haben wir nur einen Drescher. Ja, ein Dreschen, ein Abfahren, ne?
So, ja, gut, das haben wir ja. Also am besten was mit viel Ertrag. Ja. Häckseln. Aber ist ja nichts vorbereitet, das war ja jetzt doch recht spontan alles. Hab mir ja auch so eine kleine YouTube-Pause gegönnt, wie man gemerkt hat. Ja, muss auch mal sein. Ja. Das CG-Treffen hatten wir zwischenzeitlich ja noch, da war eh keine Zeit, irgendwas aufzunehmen. Wobei ich da war, ja. Da hatte ich schon 3 Folgen im Voraus, die dann die Woche drauf noch kamen. Aber dann durch das heiße Wetter und Ferienzeit noch, Umzug von meinem Sohn. Ja, viel, viel um die Ohren. Dann habe ich ja noch Babysitter gespielt. Oh, no. Kommt auch noch mit dazu. Ja. Aber war lustig. Dann unser Merchandising-Geschäft angekurbelt. Genau. Ich meine, ich würde ja jetzt hier einen Link reinschreiben, aber alle, die in der User-Verwaltung sind und das dadurch sehen können, sehen es eh. Weil es ist fettrot markiert. So. Ich bin fertig mit Grubbern. Na schön. Jo. Ich muss noch wieder da unten nochmal wieder hin. Meine anderthalb Bahnen fertig machen. Gut, aber ich würde dann schon mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns mit Sicherheit in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.